Unser heutiges Video handelt von Robert, dem der Zufall half, sein Leben und das Leben eines kleinen Jungen komplett zum Positiven zu verändern. Robert beschloss, sich trotz seines höheren Alters eine passende Arbeit zu suchen. Er erhielt nur eine kleine Rente, aber das störte ihn nicht. Das Einzige, um das er sich Sorgen machte, war sein Hund Bruno. Bruno war seit vielen Jahren sein treuer Freund. Auch der Hund war schon älter und benötigte teure Medikamente. Auch das Futter für den großen Hund war nicht billig. Robert und Bruno lebten in einem alten Landhaus. Seine ehemalige Wohnung hatte Robert seiner Tochter Pamela überlassen. Aber Robert beschwerte sich nicht, das Leben auf dem Land gefiel ihm sehr. Er mochte die Ruhe, er liebte den Wald, den nahen Fluss und die saubere Luft. Trotzdem wollte er seine Tage besser nutzen. Also beschloss er, sich eine Arbeit zu suchen. Im Internet fand er bei den Anzeigen keine passende Stelle für einen Mann seines Alters. Dann aber erweckte eine Anzeige sein Interesse. Die Person, die die Anzeige aufgegeben hatte, suchte einen Großvater für ihr Kind. Robert rief die angegebene Nummer an. Die Person am anderen Ende der Leitung stellte sich mit Carolina vor. Robert und Carolina verabredeten ein Treffen für den Abend um 18 Uhr in Roberts Haus. Robert putzte die Wohnung, duschte und zog einen guten Jogginganzug an. Pünktlich um 18 Uhr näherte sich ein schwarzer Jeep Roberts Landhaus. Aus dem Haus stiegen ein etwa untersetzter Mann und eine kleine, schlanke Frau. Der Mann stellte sich als Fahrer von Carolina heraus. Carolina und Robert setzten sich aufs Sofa, Robert schenkte ihr Tee ein und sie kamen ins Gespräch. Die Frau erzählte Robert, dass sie für ihr erstes Treffen sein Zuhause vorgeschlagen hatte, um sich einen ersten Eindruck von ihm machen zu können. Sie sagte Robert, dass sie nicht das Gefühl habe, dass er alkoholabhängig sei. Das sei ihr sehr wichtig. Auch hatte sie das Gefühl, dass er Ordnung in seinem Haus und im Garten halten konnte. Carolina forderte Robert auf, ihr etwas über sich zu erzählen. Robert erzählte ihr, er sei ein ganz normaler, gewöhnlicher Mensch, habe die Schule abgeschlossen und er habe im Militär bei den Grenztruppen gedient. In seiner Zeit beim Militär habe er seine Lieben zu Hunden entwickelt und heute könne er sich ein Leben ohne Hund nicht mehr vorstellen. Nach seiner Militärzeit arbeitete er bis zum Ruhestand in einer Fabrik als Maschinenführer für Fräsmaschinen. Er sei verheiratet gewesen, hätte eine Tochter namens Pamela. Sie arbeite als Kunstlehrerin an einer Schule. Seine Frau habe ihn vor 2 Jahren verlassen. Robert erzählte Carolina, dass seine Rente nur klein sei. Die Lebensunterhaltskosten für seinen Hund Bruno und sich selbst könne er kaum decken. Deshalb sei er an einer Arbeit interessiert. Nun war es an der Zeit, dass Robert seinerseits Carolina Fragen stellte. Er wollte wissen, warum sie einen Großvater für ihr Kind suche. Schließlich wäre es, angesichts der wirtschaftlichen Situation der Frau, für sie ein leichtes für das Kind eine Betreuung einzustellen. Aber Carolina antwortete, dass die Sache komplizierter sei. Dann erzählte Carolina von ihrem Sohn. Alexia sei 9 Jahre alt und hätte eine Behinderung und säße im Rollstuhl. Alexia kam gesund zur Welt. Der Vater des Jungen verließ die Familie noch vor dessen Geburt. Die Mutter selbst führte ein erfolgreiches Geschäft. Aber das war kein Problem, die Großmutter half, auf Alexia aufzupassen. Alexia ging zur Schule und nach dem ersten Schuljahr organisierte Carolina für Alexia und seine Oma einen Urlaub. Im Urlaub erlitt die Großmutter einen Herzinfarkt und starb. Alexia musste das ganze Drama mit ansehen und erlitt einen Schock. Die Auswirkungen waren so immens, dass er die Fähigkeit verlor zu laufen. Natürlich suchte seine Mutter mit ihm viele verschiedene Ärzte auf. Aber niemand konnte eine organische Ursache für den Zustand des Jungen finden. Das Einzige, was den Ärzten einfiel, war, dass Stress den Zustand hervorgerufen hatte. Niemand konnte vorhersagen, ob Alexia irgendwann aus diesem Zustand erwachen würde und dann wieder laufen könnte. Die Mutter dachte sich, dass Alexia einen lebenserfahrenen Mann an seiner Seite brauchte. Sein Vater kannte Alexia nicht und er hatte nie die Gelegenheit gehabt, sich mit einem erwachsenen Mann vertraulich zu unterhalten. Deshalb war sie auf der Suche nach einem Großvater für ihren Jungen. Vormittag war Alexia in der Schule, aber ab 14 Uhr nachmittags war er zu Hause und für diese Zeit suchte die Mutter einen Großvater. Sie verabredete mit Robert, dass ihr Fahrer ihn abholen und gegen 20 Uhr am Abend wieder nach Hause bringen würde. Als die Frau ihn fragte, welche Bezahlung er sich vorstellte, war Robert unschlüssig.
Schließlich schlug die Frau für die 6 Stunden Betreuung $200 am Tag vor. Für Robert war das sehr viel Geld, aber die Frau ließ sich nicht beirren. Robert war überwältigt und müde. Er konnte noch immer nicht fassen, dass er so viel Geld bekommen würde, nur um für ein paar Stunden am Tag einen Großvater für einen kleinen Jungen zu sein. Am nächsten Tag brachte der Pfarrer Robert zur Luxusvilla der Familie. Ein Dienstmädchen namens Tina öffnete die Tür. Dann kam Alex mit seinem Rollstuhl heraus, um ihn zu begrüßen. Sofort fingen Robert und Alex an, sich zu unterhalten, als würden sie sich schon ihr ganzes Leben kennen. Alexia war sehr interessiert und wollte alles aus Roberts Leben wissen. Er wollte wissen, wie das Leben als junger Soldat ist und wie das Militär illegale Grenzübertritte verhindert. Besonders interessierte er sich für die Hunde, die Robert während seiner Zeit beim Militär hatte. Die Zeit verging wie im Flug. Auch Robert hatte viele Fragen an Alex, denn er hatte ja keinen eigenen Enkel. Alex' Mutter bemerkte schnell, wie gut Alex und Robert sich verstanden. 3 Monate waren inzwischen vergangen, seit Robert Alex kennengelernt hatte. In diesen 3 Monaten war er nun zu einem Opa für den Jungen geworden. Er begleitete den Jungen überall hin. Hatte Robert einen freien Tag, rief Alex ihn regelmäßig an und sie unterhielten sich. An einem seiner freien Tage lud Robert den Jungen ein, ihn in seinem Zuhause zu besuchen. Dort konnte er mit Roberts Hund spielen und viel Zeit an der frischen Luft verbringen. Also brachte Carolina ihn zu Robert. Auch das Dienstmädchen Tina kam mit zu dem Besuch. Alex spielte viel mit Bruno und obwohl der Hund schon älter war, hatte er offensichtlich viel Spaß mit dem Jungen. Am Abend wollte Alexia nicht nach Hause, er bat seine Mutter, bei Robert übernachten zu dürfen. In Absprache mit Robert erlaubte sie es gerne, denn sie sah, wie gut Robert mit ihrem Jungen tat. Auch Tina blieb über Nacht, damit sie dem alten Mann ein wenig helfen konnte. Am nächsten Tag um 20 Uhr holte die Mutter ihren Jungen wieder ab. Aus dem ehemaligen Übernachtungsbesuch wurde schnell Gewohnheit. Der Junge verbrachte nun oft die Wochenenden bei Robert. Erst kam Tina noch mit zu den Besuchen, aber nach und nach blieb Alex immer öfter allein bei Robert. Die beiden wurden gute Freunde und mit Bruno wurden die Tage bei Robert nie langweilig. Eines Tages aber wurde Robert an seinem freien Nachmittag krank. Alex war wieder einmal im Haus von Robert. Dieser sagte ihm, dass er sich nicht mehr wohlfühlen würde. Er sagte dem Jungen, er würde seine Medizin einnehmen und sich dann ein wenig hinlegen. Dem Jungen trug er auf, sich um Bruno zu kümmern und dem Hund etwas zu fressen zu geben. Als Alex später nach Robert sah, bemerkte er, dass dieser auf seinem Bett lag und die Augen geschlossen hatte. Ein Arm hing am Bett herunter. Alex hatte den Eindruck, dass Robert nicht mehr atmen würde. Der Junge hatte eine unglaubliche Angst, dass sein Freund sterben könnte. Er stand aus dem Rollstuhl auf und ging ein paar Schritte vorwärts zum Bett von Robert. Dort fiel er auf seine Knie. Da wachte der alte Mann auf und sah erschrocken auf Alex. Er fragte ihn, was passiert sei und Alex erzählte ihm, dass er Angst gehabt hatte, dass Robert tot sei. Aber Robert konnte den Jungen beruhigen. Er sagte ihm, die Medikamente hätten ihn sehr schläfrig gemacht. Dann aber stutzte Robert. Warum kniete der Junge vor seinem Bett und saß nicht in seinem Rollstuhl? Der Junge erzählte, dass er solche Angst gehabt hatte, dass er auf einmal aus dem Rollstuhl aufgestanden sei, um nach Robert zu schauen. Robert schlug dem Jungen vor, zu versuchen, ein paar Schritte zu gehen. Er müsse keine Angst haben, sagte er zu Alex, denn er würde ihn festhalten. Alex willigte ein und Robert half ihn auf die Füße. Zusammen gingen sie ein paar Schritte. Alex war überglücklich. Später am Nachmittag unternahm sie den nächsten Versuch und wieder ging Alex mit Roberts Hilfe ein paar Schritte. Als Alex' Mutter ihn am Sonntagabend abholen wollte, sah sie den leeren Rollstuhl. Alexia kam ihr mit langsamen, kleinen Schritten entgegen. Robert stützte ihn ein wenig und Bruno lief an ihrer Seite. Immer wieder ermutigte Robert Alex und sagte ihm, dass er bald genauso schnell laufen würde wie alle anderen Kinder. Er sagte ihm auch, dass Bruno und er schon alt seien und schon bald nicht mehr mit Alex würden mithalten können. Dann werde ich langsam laufen, denn ihr beide seid meine besten Freunde. Warum sollte ich vor euch weglaufen, sagte Alex zu Robert. Caroline betrachtete die drei mit Tränen des Glücks in den Augen. Je mehr Zeit verging, desto mehr lief Alex wieder ganz normal. Schließlich vergaß er sogar, dass er jemals in einem Rollstuhl gesessen hatte. Robert und Alexia aber blieben beste Freunde. Wie hat dir dieses Video gefallen? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare. Bis bald.